Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 1. Es geht weiter mit Kapitel 4, der Meldegänger. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Tapferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Heute, Jalla. Dardanellen, Halbinsel Gallipoli, Frühling 1915. Das britische Empire will eine neue Front eröffnen. Es reifen Pläne für eine nie dagewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes durch die größte Einzelflotte aller Zeiten. An Bord der Schiffe sind mehr als 500.000 Soldaten aus Neuseeland, Australien, Irland, Indien, Neufundland, Frankreich und Großbritannien. Sie haben Befehl, an Land zu gehen und nach Konstantinopel vorzustoßen. Tag 1. Am Kap Helles fungiert das Dampfschiff River Clyde als trojanisches Pferd, das mehrere Bataillone alliierter Soldaten am Strand absetzt. Ein schwacher Brückenkopf ist eingerichtet, doch die Hälfte der Landungstruppen ist gefallen. Tag 2. Ja, schon ordentlich Verluste kassiert, Alter. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot, leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens, hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Kannst du mausen? Ja. Gut, komm mit. Der Meldegänger. Alright. Das ist ein Desaster. Unsere erste Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnought. Stopp dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Koordinaten bitte. Heilige Scheiße, Digga. Wo bist du hin? Ich komm mit. Waffe hochnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Ruderboote haben keine Chance.
Aussichtspunkt erobern. In die Hölle gelogen. Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz? Komm schon, Junge, steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Bis Australien. Uns bringt nichts um. Ha? Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier, komm schon, steh auf. Schau mal, den Arm hierher. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter, so. Wange an den Schaft. Nein, ja so. Du musst schon richtig ziehen. Gut. Ja, yeah, Füße ein bisschen auseinander. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein! Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin. Nein. Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie werden laufen.
Scheiße. Ich muss irgendwie an diesen Osmanen vorbei. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Voltgamer YouTube. Ciao.